Moin Moin und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal. Ja, heute möchte ich mich mit euch mit Cosplay und Autodrive beschäftigen. Also heute geht es erstmal darum, die Grundsachen, was kann Cosplay und Autodrive, was ist das für eine Mod, wo bekomme ich die her? Also, wir fangen mal an, Cosplay. Cosplay ist im Großen und Ganzen ein voll programmierbarer automatischer Helfer. Was kann Cosplay? Cosplay kann eigentlich alles. Also wir haben, ich habe es jetzt mal in groß eingeblendet. Ich fange in der, sorry, in der unteren Reihe der Symbole, also hier unten, ihr seht die Maus, an, was es kann. Das erste, ganz links, ist ein einfacher Transport von Gütern, also Schüttgut. Dafür kaufen wir uns mal einen Anhänger, dann kann ich das auch anklicken. Bei der Version jetzt, die neue Version, nicht, also nicht die aus dem 17er, da ging das noch nicht. Jetzt für den 19er ist es so, alles was das Fahrzeug in dieser Konfiguration, wie es hier gerade steht, nicht kann, kann ich auch bei Cosplay nicht anklicken. Gut, Bunker, Silo verdichten, naja. Ich habe keine Schaufel, kein Schild. Okay. Das ist noch weiß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier den kleinen Anhänger anhänge. Ich habe es immer noch nicht gefixt. In dem Mod. Ich muss mir das vom Server übernehmen. Da ist es nämlich umgeändert, die Config. So. Also. Wenn ich den jetzt anhänge, sehe ich hier unten leuchten zwei Sachen weiß auf. Das eine ist von dem Silo abfahren. Da fahre ich, keine Ahnung, ich fahre vom Silo zum Verkäufer. Kann der vollautomatisch machen. Ich fahre da eine Tour ein, er holt sich sein, zum Beispiel Weizen ab und verkauft den. Der zweite Punkt, was man machen kann, ist einen Drescher abtanken oder eine Erntemaschine. Das geht auch mit Rodern. Ich fahre eine Tour ein. Die muss am Feld anfangen und am Feld enden. Ich kann mein Erntegut, das was ich von dem Drescher oder Roder abgetankt habe, dann direkt zum Verkaufen fahren oder in ein Lager. Bei dem Modus sucht sich der Traktor den Drescher selber, wenn ich es richtig einstelle. Ich kann entweder sagen, such auf Feldnummer oder fahr immer diesen Drescher ab. Da kommen wir aber später zu, wie man das alles einstellt. Jetzt erstmal, was kann es? Das nächste, was möglich ist, wäre mit einem Überladewagen abtanken. Ich weiß nicht, ob das mit der Dings schon so gut geht, aber wir koppeln das mal an und dann gucken wir mal einfach. Wie gesagt, das nutze ich sehr selten, aber wir kommen da auch später drauf zu, wenn das jetzt auch weiß auflädt, ich hoffe. Nein, das geht nämlich noch gar nicht. Warum auch immer. Oder erkennt er den nicht, den Überladewagen? Also normalerweise kann man dann mit dem Überladewagen, wenn ich mal noch einen Originalen hier, mit dem Überladewagen am Drescher abtanken und in einen platzierten Transporter, also quasi LKW am Feldrand hinstellen, der das dann wegfährt und nee, das geht anscheinend noch gar nicht. Und der Überladewagen holt es vom Drescher und kippt es in den LKW. Geht jetzt in der Version noch nicht. Sollte das gehen, werde ich das auf jeden Fall dann nachschicken. Das ist auf jeden Fall eine Funktion, die es hier gibt. Das nächste, was wir machen können, sind Düngen und Säen. Wir nehmen uns mal einen Düngestreuer. Das ist das Zeichen. Mit dem Wagen. Da hinten ist das ein Güllewagen drauf und es sind Linien drauf. Wie gesagt, in der vergrößerten Version solltet ihr das besser sehen. Das ist der Modus für, wenn ich Felder düngen, säen oder bespritzen möchte. Den Kurs mache ich, indem ich auf dem Feld fahre und den Kurs erstelle. Was kann ich noch? Ich kann eine Überführung machen. Wenn ich zum Beispiel von hier vom Händler zum Hof fahren will, fahre ich die Tour ein.
Kaufe ein neues Fahrzeug, fährt mein Traktor automatisch zum Hof. Der nächste Punkt ist für Grubber und Pflüge. Wenn man es denn kaufen würde. Kaufen wir jetzt mal den. Und ihr seht, das leuchtet dann jeweils auf. Für Drescher ist es auch Feldarbeit, heißt der Punkt. Feldarbeiten. Da zählt rein Grubbern, Pflügen, Ernten. Das sind die ganzen Sachen. Geht genau wie bei dem Düngen und Säen. Ich fahre aufs Feld, mache meine Tour, er fährt's ab. Wir haben dann noch den Flüssigkeitstransport. Ich drücke heute immer die falsche Taste. Dafür brauchen wir mal ein kleines Fass. Habe ich das jetzt? Ja, habe ich. Für was brauche ich denn? Für was brauche ich das? Das brauche ich dafür, dass ich zum Beispiel einen Feldrandcontainer ans Feld stelle und mit einem LKW oder Transportfass mir meine Gärreste und Gülle ranhole. Ne? Ich fahre auf dem Feld die Gülle aus, mein CP-Fahrer bringt mir Nachschub. So, was haben wir noch? Das, was wir jetzt ausgelassen haben, ist das Drescher selber abladen. Also der fährt dann. Ich mache meine Tour, der Drescher fährt die Tour ab und fährt dann selbstständig zu einem am Rand geparkten Fahrzeug und fährt dann weiter sein Feld ab. Inwiefern das jetzt hier schon funktioniert, testen wir gleich mal. Nehmen wir einen Drescher. Auch das ist ausgegraut. Also nur Feldarbeit ist möglich. Das heißt, auch das ist ein Punkt, den holen wir danach, sobald er verfügbar ist. Machen wir den Motor aus. Der vorletzte Punkt von links gesehen ist ein Schaufelkurs. Da kann ich mir zum Beispiel hier den kleinen Frontlader holen. Ich mache jetzt mal keine Schaufel ran. Sobald ich da drin sitze. Und eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Okay. Frontlader. Ach komm, wir nehmen einfach eine Standardschaufel. Ist egal, Hauptsache ist eine dran. So. Und zack, sobald ich die Schaufel dran habe, erkennt er das auch. Aus dem Spiel getappt. Ja, was kann ich damit machen? Damit kann ich zum Beispiel meinen Fahrbunker, mein Silagebunker leer fahren. Fahre ich mit dem Radlader hin, fahre das ein, stelle den Anhänger hin, der Radlader befüllt ihn, der Anhänger fährt weg ins Lager, zum Beispiel. Der nächste Punkt, also der letzte Punkt in der Reihe, ist das Silo verdichten. Das heißt, ich kann ein Fahrsilo automatisch aufschütten, verteilen und verdichten lassen. Das sind so die Punkte, was Curseplay kann. Autodrive ist nicht ganz so komplex, kann auch vieles, aber die Verbindung, das Einfahren bei Autodrive, die Kurse erstellen, ist da meiner Meinung nach besser gelöst. Ich kann Kurse im Nachhinein besser nochmal bearbeiten bei Autodrive und Cosplay arbeitet mit Autodrive zusammen. Die Zeichen hier in der oberen Reihe, die kommen dann, wenn wir sie brauchen. Das sind halt Einstellungen für die Fahrzeuge und sowas. Grundeinstellung, also ja, ich blende es nochmal ein. Ich glaube, ich erkläre das doch kurz nochmal.
Also das, was jetzt weiß leuchtet, das haben wir hier einmal den Play-Button, das brauchen wir zum Tour aufnehmen und einen Abfahrer einstellen. Die Weltkugel, das sind unsere Kurse. Also hier sind auch die Autodrive-Kurse schon drin, wie wir sehen. Hier sind schon vorbereitete Kurse. Die kann Curseplay mit übernehmen. Dann haben wir die ganz normalen Einstellungen fürs Fahrzeug. Das erste ist, wie schnell er das im Wendemanöver sein muss, dann wie schnell er auf dem Feld fährt und und. Dann allgemeine Einstellungen, ob wir das Mini-HUD angezeigt haben wollen, also sprich hier unten, ganz unten am Bildschirmrand, ganz klein in weiß, steht jetzt kein Kurs geladen. Machen wir das Mini-HUD aus, steht das da nicht mehr. Für mich die wichtigste Funktion, wie wird Curseplay geöffnet? Da steht unbekannt drauf. Das ist dann der Rechtsklick der Maus. Macht sich echt schlecht, wenn man gerade mit dem Frontlader oder so unterwegs ist. Einfach mein Tipp, stellt es immer um auf Steuerung links und löschen. Also STRG und entfernen. Dann können wir uns noch hier anzeigen lassen, ob wir alle Wegpunkte von einer Tour anzeigen lassen wollen und die Kreuzungspunkte. Ob wir auf der Karte was angezeigt haben wollen und die Advanced Settings. Zu diesen Einstellungen kommen wir später. Bei den Zahnrad, also hier auf dem Zahnrad die Einstellungen, da kann man einstellen, ob er die Kurse zu Anfang laden soll, ob er die Felder zu Anfang scannen soll, ob die Fahrer bezahlt werden, wie viel sie kriegen, also zum normalen Helferlohn gesehen. Und das weiß ich nicht. Da habe ich noch keine Funktion gefunden. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob der Button schon belegt ist. Ja, was haben wir noch? Trecker-Einstellungen. Soll er während der Fahrt auf der Straße die Rundumleuchte anhaben? Der Kraftstoffsparmodus ist, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht, ich glaube so 2-3 Minuten, macht er den Motor aus. Wenn er an einer Tankstelle vorbeikommt, ab wie viel Prozent soll er tanken? Die Planen am Anhänger automatisch öffnen und schließen. Und die Haltezeit. Also wie lange er an bestimmten Stellen warten soll. Und hier sind natürlich die Bunkereinstellungen noch. Wie befülle ich den Bunker? Oder vielmehr, was soll er tun? Aufschütten gibt's, verteilen und verdichten. Wenn man das automatisch mit Curseplay machen lässt, hat man noch die Möglichkeit, dass er dann automatisch aus dem Weg fährt. Hier kann ich einstellen, ob er nur für Cosplay-Fahrzeuge Platz machen soll oder für alle mit laufendem Motor. Den Bereich, in dem er um sich rum sucht, ob ein Fahrzeug kommt. Die Schiebeschildbreite, die maximale Geschwindigkeit, die Schildhöhe und ganz wichtig, wie wird das Silo befüllt. Also man kann ja rückwärts abkippen an dem Silo, dann hat man den Berg ziemlich weit vorne oder halt durchs Durchfahren. Das sind so die Einstellungen, die man machen kann. So viel erstmal zu Curseplay. Autodrive muss ich, während wir das benutzen, erklären. Es ist halt, ja, was haben wir hier? Wir haben einen Startbutton, wir haben Ziele können wir auswählen. Wir haben die Funktion, also dass wir hier die Sachen fürs Kurse erstellen einblenden können. Modus können wir wechseln. Wir haben hier halt auch so Modi, dass er Sachen abholt und wegfährt. Das kann auch Autodrive. Muss ich aber sagen, das macht CP besser. Also die Kurse einfahren ist hier geil, wie CP. Achso, wir sehen jetzt hier auch die Touren, die hier schon eingefahren sind. Also so sieht das aus, wenn man mit Autodrive eine Tour einfährt. Dann hat man auf dem Boden oder halt über dem Fahrzeug so Graphen. Ist aber erstmal unwichtig. Ja. Jetzt zu der Frage, wo bekommt man die Mods her? Autodrive ist ziemlich einfach, gibt es im Mod-Hub, kann man in-game runterladen über das In-game-Mod-Hub oder einfach den Link aus der Videobeschreibung benutzen. Curseplay ist etwas umständlicher. Ich packe euch die GitHub-Seite rein, wer weiß, wie es geht. Im Großen und Ganzen ist es ganz einfach. Man lädt die Datei runter vom GitHub, entpackt die und dann ist da ein Ordner drin. Und den Inhalt aus diesem Ordner packt man in eine neue ZIP-Datei, die man benennen kann, wie man möchte. Wichtig ist, wenn ihr ein Update macht und das selber benannt habt,
Der Ordner muss jedes Mal gleich heißen, sonst kapiert er das Update nicht. Also wenn ihr das einmal Curse Play genannt habt oder schlauer Helfer, dann muss diese ZIP-Datei bei der nächsten Version auch wieder schlauer Helfer heißen. Sonst habt ihr da 17 verschiedene Ordner und keiner funktioniert. Die nächste Sache ist, Curse Play ist noch eine Beta. Es gibt meiner Meinung nach keine Links, die in irgendeiner Art und Weise Geld erzeugen für Curse Play. Also es ist nicht bei Mod, wie heißt das? Uploaded oder so drin. Also es erzeugt kein Geld. Kommt direkt von GitHub. Aus diesem Grunde könnt ihr theoretisch eine betriebsfertige Version, also ihr könnt eine betriebsfertige Version bei mir auf dem Discord erlangen. Solange dieser Link, solange es noch nicht im Original Modhub drin ist und es keinerlei bezahlte Links für Release-Versionen gibt. Also wir benutzen sowieso immer Alpha- und Beta-Versionen. Meistens die Betas, die gerade raus sind, die gibt es sowieso nicht als Release-Version. Sollte es eine Release-Version geben, wird es das bei mir nicht mehr geben. Nur so zur Info. Ja, wie es weitergeht, wie erstelle ich einen Kurs, etc. pp. Kommt in den nächsten Videos. Ich bedanke mich für euer Interesse. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock habt, lasst mir ein Follow da. Vielleicht auch die Glocke aktivieren. Und wenn es euch interessiert, schaut beim nächsten Video wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao.